Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind wieder zurück in der Himmelsfeste, nachdem ich letztes Mal die Höhle gesäubert habe. Ich habe mich doch noch ein bisschen umgesehen und habe die Spinnen kaputt gehauen, die da noch waren. Und nun bestaunen wir doch mal unsere neue Hütte hier. Guck wir mal, das sieht. Nicht gegen einen Gott kämpfen. Das sieht fantastisch aus. Ist kein Gott, sondern dunkle Brut. Ja, das sieht echt fantastisch aus. Ich habe eben das Update bekommen, dass ich mich um die Verhandlung kümmern soll, dass ich ein Urteil fällen muss. Das machen wir gleich mal. Soll ich mich jetzt hier auf den Thron setzen? Ich bin der Anführer der Inquisition, aber ich bin doch jetzt nicht deswegen irgendwie der Chef oder der Oberrichter. Also der Chef sowieso, aber ne? Ihr wisst schon. Inquisitor? Ist die Arkanistin eingetroffen? Das müsst ihr euch selbst ansehen. Hallöchen. Och, die ist ja putzig. Also steht nicht nur mit offenem Mund herum. Finden wir heraus, was ihr braucht. Dagna, kenne ich den Namen nicht? War die nicht aus dem... Warte mal. Seid ihr die Magieberaterin? Oh, ihr seid das. Lord Inquisitor. Ich bin Dagna. Arkanistin Dagna. Es ist mir eine Ehre, euer Gnaden. Ist es das? Das Handankermal? Sehr hübsch. Die Bresche war auch hübsch. Auf eine alles zerstörende Weise. Warte mal, Dagna, war die nicht damals in Orsama bei... Die wollte doch in Radcliffe? Also am Magierturm wollte sie die magischen Künste studieren. Obwohl sie... Kann sein, dass ich das gerade verwechsle. Klärt mich auf, wenn es anders ist, aber... Ich heiße euch in der Inquisition willkommen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich auch. Ich habe einige unglaubliche Dinge über euch gehört. Und ich liebe unglaubliche Dinge. Es gibt nichts Besseres. Ich habe mir Herods Geräte angesehen. Ihre Präzision ist fantastisch, aber klassisch, banal, altmodisch. Was soll das denn heißen? Ich habe nichts gegen das klassische Handwerk, aber ihr braucht eine neue Perspektive. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Solange ich das mache, könnt ihr so gut wie alles bauen. Nahezu gefahrlos. Interessant. Wo studiert eine Zwergin theoretische Magie? Tja, das habe ich mich jahrelang auch gefragt. Natürlich, nicht in Orsama. Ich musste einen eigenen Zirkel gründen. Ich musste dafür kämpfen. Alle haben gesagt, ich schaffe es nicht. Alle. Ich habe in Bibliotheken Böden geschrubbt. Runen gegen Folianten eingetauscht, mich mit anderen Außenseitern getroffen, Querdenkern. Wenn es etwas gibt, das man über Magie wissen kann, dann finde ich es. Magie kennt keine Grenzen, Inquisitor. Egal, was die Leute sagen. Ich finde das super, dass sie da so viel eben Anstrengungen reinsetzt. Finde ich klasse. Was genau macht ihr eigentlich? Ich wurde für die Schmiede geboren. Das ist in der Schmiedekaste wörtlich zu verstehen. Hammer und Zange sind für mich wie ein Herzschlag. Aber einen Schmied habt ihr schon. Noch dazu einen guten. Ich bin wegen meiner Leidenschaft für die Magie hier. Magische Studien, theoretische Magie, magische Verzauberung und mit ihrer Hilfe die Manipulation von Meisterwerken. Ich habe all das mit einem objektiven Blick studiert. Ohne Geheimnisse, ohne Ängste. Dadurch kann ich wie niemand sonst Regeln anwenden. Mit einer Ausnahme vielleicht, aber so verschroben bin ich nicht. Also bin ich wohl doch einzigartig. Was könnt ihr mir über das Verzaubern erzählen? Lyrium ist das Herz. In gewisser Weise schlägt es wie ein lebendiges Herz. So sehe ich das. So, ein Magier kann eure Waffe Dinge tun lassen. Aber mit den richtigen Runen und Raritäten wird aus eurem Spielzeug ein Wunder. Das ist die eine Sache, die Magier nicht können. Und das macht sie wahnsinnig. Buchstäblich. Zwerge sind dagegen resistent, deshalb passiert uns nichts. In der Regel.
Ihr seid in der Lage, außergewöhnliche Waffen und Rüstungen herzustellen? Meisterwerke. Das Schmieden ist ebenso eine Kunst wie das Verzaubern. Man braucht ein Ohr dafür. Und Hände. Und Augen. In dieser Hinsicht kann ich nichts gegen Harrod sagen. Er ist wunderbar. Aber ihm fehlt dieses gewisse Etwas. Weiß man wie, wird aus einem Schwert mehr als eine Klinge. Eine Rüstung kann mehr als nur schützen. Und ein Farbton wird noch einen Tick strahlender. Kurz, Schmieden kann mehr sein. Kurz. Okay. Ein andermal, Dagna. Natürlich. Sagt mir, was ihr braucht und ich sorge dafür, dass ihr es bekommt. Ich mag sie, ich finde sie lustig. So, erstmal Tränke aufwerten. Ach guck mal, da sieht man es ja. Elixiere, Sprengfeuer und Tränke. Na gut. So, Heiltrank. Prophetenlorbeer, davon habe ich erst zwei. Mann. Die Dauer erhöhen vielleicht. Flechtrebe habe ich nicht. Das ist ja ärgerlich. Oh, ein Schwarzlotus, perfekt. Das ganze gute Zeug habe ich nicht. Guck mal, ich habe Steinrüstung. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann nichts bauen, du. Und hier habe ich nur den Bienenschwarm. Oh, da Stängel. Machen wir das noch. Na gut. Ich glaube, ich muss echt mal langsam die Upgrades bekommen, dass ich damit mehr mit mir rumtragen kann, oder? So. Waffen modifizieren. Ach, guck mal, ich kann ja noch ein Level up. Ich habe ja noch ein Level up. Was gibt's denn hier alles? Blitz. Aufziehender Sturm. Sturmboote. Elektrizitätsschaden. Was ist das? Statischer Käfig. Oh. Cool. Statische Aufladung. Stromleiter. Und Energiesperrfeuer. Hm. Nee, sollte ich vielleicht mal langsam meine Spezialisierung überdenken? Zusammenarbeit. Fähigkeiten-Kombos. Ja, das ist halt... Ist so eine Frage, ne? Oder chaotischer Fokus. Barrierebonus. Wenn du einen Feuerzauber wirkst, wird die Hälfte deiner derzeitigen Barriere verbraucht, um ihn mächtiger zu machen. Oh, Leute, das ist so gut eigentlich, ne? Hm. Regenerationszeit. Ach komm, ich nehme mal den chaotischen Fokus. Ja. Ja. Mal sehen, ob es was bringt. Irgendwann werde ich dann vielleicht... Oh. Seht mal, jetzt habe ich hier oben ein neues Feld. Meisterhaft. Ah, alles klar. Warte mal. Habe ich noch irgendwas? Irgendeine Superwaffe oder so? Der Schwertgriff. Nee, ich weiß nicht. Ich will eigentlich noch nichts herstellen. Bianca, Bogen plus 1. Ich habe halt immer zu wenig von den guten Sachen, ne? Hier. Paragon-Schimmer. Oh. Davon habe ich noch genug. Kritische Trefferchance. Kritische Trefferchance. Hm. Bärenhaut. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wenn, dann kritische Trefferchance, oder? Präziser Bogen. Gut. Fälle... Nee. Runenherstellung. Was? Wie? Schülerharnisch? Warte mal. Das ist alles Quatsch. Das ist alles mittelschwer. Ich will eine leichte Rüstung für mich. Was? Sonderlieferung. Aha. Oho. Klinge, Schwert und Stab. Warte mal. Das ist ja episch. Ach du. Wie sieht das denn aus? Was haben wir da? Schurke, Krieger, Magier. Alter Schwede. Alter Schwede. Heilung bei Tod. Das ist der Wahnsinn. Das ist der echte Wahnsinn. So, warte mal. Wen habe ich denn jetzt gerade mit immer dabei? Ich würde sagen, das gebe ich mal dem lieben Solus. Stab des Stillstands. Und den können wir wegpacken. Ach du heiliger Bimbam. Warte mal, Cole. Und er kann ihn ausrüsten. Hohoho. Ist das geil. Also Cole. Boah. Kampfsau ist das jetzt. Eine richtige Kampfsau. Und er kann da... Na, das ist nicht so, oder? Barriereschaden, Heilung bei Tod, Stärke... Nee, ich glaube, das ist besser, das Schwert. Das kann ich Cassandra geben. Wobei, warte mal, ich kann ja noch Waffen verbessern. Beziehungsweise... Waffen modifizieren.
Was hat denn der drin? Rune des Verderbens. Ich schätze mal, das ist für den Heilung bei Tod-Effekt. Ne, dann lasse ich das. Da kann ich verkaufen. Und alles verkaufen. Oh. Ich hätte vielleicht noch... Na, egal. Soll ich vielleicht... Nee, ich skill jetzt noch nicht um. Leute, Feuermagie gefällt mir eigentlich ganz gut mittlerweile. With? Ich hab doch schon das... Nein, oder? Habe ich jetzt gerade das ganze Sekret verkauft? Ich bin so kacke, Leute. Gibt's da einen Rückkauf-Button oder so? Bitte? Ach, zurückkaufen, sehr gut. Eieieiei. Warte mal, wo haben wir's denn? Traumweberstab. Ja, wie gut, dass man das nochmal rückgängig machen kann, oder? Was haben wir? Waffen, Bruchstücke? Kreaturenforschung. Drachenjungs. Sag mal. Das ist so doof, ne? Ich nehme mal alles mit. Miniaturspinner. Ich weiß nicht. Ich lasse das mal weg. Ich glaube aber, das bringt gar nichts, oder? Kann man das irgendwie untersuchen? Ne, kann man gar nicht. Krähenstatuette. Jetzt habe ich es wieder. Mann, Mann, Mann. Da mache ich beinahe wieder Dummheiten, ne? Ich muss das noch in die Kreaturenforschung geben. Vor allem die kleinen Drachenteile da. Eieieiei. Das sagt einem aber, warum macht man sowas? Warum verkauft man das automatisch? Ich finde, das könnte man ruhig noch ändern, oder? Na komm, gehen wir erstmal in die Quartiere. Und ich glaube, das war hier mit der Kreaturenforschung, oder? Ja, es wird mal wieder ein Laberpart hier, ihr habt schon gemerkt. Es wird nicht sehr viel Story-Fortschritt geben. Beziehungsweise, ne? Es wird nicht großartig gekämpft werden. Ach, das war hier gar nicht. Oh. Sie haben wirklich keine Mühen gescheut. Ist das mein Quartier? Alter Schwede, das gehört alles mir. Ich werd wahnsinnig. Da kann man auch raufklettern. Nehmen. Aha. Garten, der himmelsfeste Hofaufwertung, großer Wachturm. Ah ja. Was? 4 von 30 Blutlotus. Was? Ach, Holzschlagpositionen. Habe ich auch noch nicht. Was ist denn das hier? Da ist noch ein Symbol, aber da muss ich wahrscheinlich hoch für. Oh wow, sieht sehr cool aus. Wo ist das denn? Das muss unter mir sein, oder? Tut gar nicht weh. Oh, seht euch das mal an, Leute. Da mal Skifahren gehen. Sieht auch so aus, als hätte das schon jemand gemacht. Krass. Oder eher so für Snowboarden, aber ich glaube, das kannten die da gar nicht. Solche Freuden gab's nicht. Kann ich da irgendwie runter? Wahrscheinlich nicht, ohne mir den Hals zu brechen, ne? Nee, nee. Dann würde ich sagen, wir fällen mal das Urteil, oder? Bin ja mal gespannt. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist eines Anführers wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Über wen genau werde ich richten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Das heißt also, dass noch mehr Leben in meiner Hand liegen. Während sich andere aus der Verantwortung stehlen, seid ihr ein Leuchtfeuer der Gerechtigkeit, Inquisitor. Das alles muss jedoch nicht blutig enden. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar barmherzig wirken. Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Okay. Dann mache ich das mal. Ich bin ja schon gespannt, was uns hier erwartet. Ihr erinnert euch sicherlich an Gereon Alexios aus Tevinter.
Ferelden hat ihn uns in Anerkennung eurer Hilfe überstellt. Die formellen Anklagepunkte lauten auf Abtrünnigkeit, versuchte Versklavung und versuchter Mord. An niemand Geringerem als euch. De Winter hat ihn enteignet und ihm seine Stellung aberkannt. Ihr könnt über den ehemaligen Magister urteilen, wie ihr es für angebracht haltet. Ich kann mich gut daran erinnern, was mit Cedars geschehen wäre, wenn er mit seinem Verrat Erfolg gehabt hätte. Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Denkt er etwa, mich interessiert, was aus mir wird? Habt ihr sonst noch etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt nichts gewonnen. Die Leute, die ihr gerettet habt, die Zustimmung, die ihr gefunden habt. Der kommende Sturm wird all das hinwegfegen. Fällt euer Urteil, Inquisitor. Ich weiß ja nicht. Macht ihn zu einem Besänftigten? Ich glaube, das wäre ganz schön fies, oder? Damit beraube ich ihn ja seinem Menschsein irgendwie so ein bisschen. Ja, ich weiß, sie könnte immer noch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein. Aber was ist ein Mensch ohne Gefühle? Kein Mensch, wenn ihr mich fragt, ne? Eure Magie war eigentlich unmöglich, Alexius. Ich könnte jemanden wie euch gebrauchen. Ich verurteile euch dazu, unter Bewachung und in Diensten der Inquisition alles zu untersuchen, was mit Magie zu tun hat. Ich werde nicht hingerichtet? Nun gut. Es war mir klar, dass Cassandra dagegen ist. Ja. Gut, die Magie ist verfügbar. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ich halte nichts davon, ihn umzubringen. Das ist doch Quatsch. Hallo, Josephine. Was hat Lady Forsythia noch gesagt? Dass sie sich eher ertränkt, als der Inquisition zu helfen. Sonst noch etwas? Ja, dass sie uns auspeitschen lässt, wenn wir ihrem Bruder helfen. Das sieht ihr sehr ähnlich. Kopf hoch, Josie. Wenigstens haben wir jetzt ihre Aufmerksamkeit. Ihr gewinnt auch allem etwas Positives ab. Wir sind gerade dabei, ein Bündnis mit Lady Forsythia von Nevarra zu schließen, euer Gnaden. Die Angelegenheit ist ein wenig delikat geworden. Kann ich irgendetwas tun, um bei den Verhandlungen zu helfen? Vielen Dank, aber ich denke, ich habe alles unter Kontrolle. Ich brachte sie davon ab, Soldaten zu entsenden, als sie von unserer Übereinkunft mit einem ihrer verhassten Brüder erfuhr. Lady Forsythia bedient sich einfach gerne einer anschaulichen Ausdrucksweise. Entschuldigt ihr euch immer für blutrünstige Adlige? Das ist nur die normale Selbstdarstellung, die man von den Mächtigen erwartet, Inquisitor. Mehr nicht. Aber ich gebe zu, ich vermisse meine Mitarbeiter aus der Botschaft in Antiva. Es war hilfreich, die Besuche des Tages mit ihnen durchzusprechen. Ich hätte Zeit, falls ihr einige Dinge mit mir durchgehen möchtet. Ich möchte euch nicht damit belasten. Wenn es eine Last wäre, hätte ich es euch nicht angeboten. Nun, ich gebe zu, es gibt einige mögliche Bündnisse, bei denen es mir helfen würde, sie mit euch zu besprechen. Ja, ja. Direkt auf dem Boden des Salons. Vor den Augen der gesamten Abendgesellschaft. Wer macht denn so etwas vor seinen Gästen? Der Herzog von Carlington offensichtlich. Und dann ist da noch Coles Herumgeschleiche. Das macht unseren Gästen Angst. Lord Jenner antwortet noch immer nicht auf unsere Briefe. Und Sarah, besitzt sie denn kein einziges Kleidungsstück, das keine Senfflecken aufweist? Und dann ist da noch Dorian. Der Mann weigert sich, irgendetwas ernst zu nehmen, wenn es nicht gerade seiner Laune entspricht. Und nicht zu vergessen... Oh, du meine Güte. Sind wir wirklich schon eine Stunde hier? Eieieiei, wie die Zeit vergeht. Die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Ihr seid zu freundlich. Ich hatte nicht vor, euch so lange aufzuhalten. Ihr müsst mich für eine ziemliche Klatschbase halten. Es kann niemals unangenehm sein, Zeit mit einer derart bezaubernden Dame zu verbringen, Lady Montier. Je, ich bin... Nun, ich bin froh, dass ich nicht eure Zeit verschwendet habe. Aber ich habe euch jetzt wirklich schon lange genug in Beschlag genommen. Bis zum nächsten Mal, euer Gnaden.
Och, ich finde sie süß, so zurückhaltend, wie sie ist, ne? Das ist schon sehr nett. Fälle ein Urteil schon wieder? Nee, jetzt habe ich keine Lust auf Gericht. Jetzt will ich erstmal mit Cassandra, meiner Eisprinzessin, reden. Ich muss mich ja um meine Ladies kümmern. Außer um Sarah. Die steht eh nicht auf mich. Habt ihr mir schon ein paar Mal gesagt, sie ist ein bisschen dem eigenen Geschlecht zugetan. Ist ja auch nicht schlimm. Naja. Soll ich mit dem eisernen Bullen flirten und mit Dorian? Ihr habt ja gesagt, da wäre auch eine Romanze möglich. Ich kann's mal einbauen, aber ich möchte das ehrlich gesagt nicht so weiter belassen. Also ich habe jetzt echt nichts gegen homosexuelle Beziehungen, absolut nicht. Finde ich okay, aber nicht für meinen Charakter hier. Der ist vielleicht ein bisschen bi, aber mehr auch nicht. Oh, da ist er ja. Hallo Bulle. Na? Irgendjemand hat schon wieder aufgeschnittene Pflaumen auf das Fenstersims gelegt. Der Saft lockt Fliegen an. Und jetzt sind überall Spinnen. Die Pflaumen waren direkt vor meiner Nase, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wer sie genommen hat. Na, sowas. Wo ist denn Cassandra jetzt? Du bist nicht Cassandra. Wo ist Cassandra? Ich glaube nicht, dass sie irgendwie Spaß hat in der Taverne. Ich hoffe, ich kann irgendwie helfen. Soll ich vielleicht irgendwas putzen? Ja, bitte. Sutherland. Oh, Inquisitor. Ich, arbeite für euch. Sutherland, euer Gnaden. Ich sah einige Banditen, also wollte ich die Leute warnen. Ich rede mit euren Kriegern und dann halte ich mich im Hintergrund. Sehr gut. Ein hoffnungsvoller Zugang. Einsatz verfügbar. Wir brauchen diese Sturmbullen nicht. Wir haben auch ohne Lohnschwerter genug Soldaten. Ach, da ist Cole. Welchen Nutzen soll das bringen? Oh Leute, warte mal. Morgen noch mal rumfragen. Ich danke euch. Ich werde morgen noch mal rumfragen. Ich danke euch. Uns zu ja. Meisterspion. Und wie viel brauchen wir? Wir verstecken uns vor dem Kampf. Wenn ihr das sagt, danach streben. Alles in Ordnung, Herr? Natürlich. Wir warten auf ihn. Wie meinst du das? Und uns alle. Wunderschön. Hast du was anderes gesehen? Ah, seht mal, das ist sogar ein... Da hat man den Text. Also für alle, die es nachsingen wollen, vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Sing-Along. Dann lasse ich den Untertitel einblenden. Nein. Ach, wie schön. Schön, schön, schön. Das ist aber nicht das, was wir eben gehört haben. Sind wir da? Tavernenmitteilung. Großes Zielschießen. Samstag. Jeder Herausforderer ist willkommen. Schwester Liliana entscheidet über den Sieger. Außer Varric und Bianca. Ah, wie gut. Das war mir irgendwie klar. Herolds Rast. Ein Ort für alle, die dienen hier. Mit Freuden, Ruhe, gutem Bier. Freunden. Kehrt ein, vergesst Sorge und Last. Hier findet ihr Frieden in Herolds Rast. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Ich finde meine Eisprinzessin gar nicht. Naja, das machen wir nächstes Mal, glaube ich. Zielmarkierungen. Okay, mit Cullen kann man auch eine Beziehung... Oh, da ist sie ja. Nee, bist du gar nicht. Wo ist Cassandra? Wo ist meine... Oh, du bist auch nicht Cassandra, Sir Morris. Was ist das? Sind das die Oh, guck mal, da kann ich gleich... wo haben wir es denn? Die Höhlenspinnen. Endlich. Endlich. Mhm. Hat ja lange genug gedauert. Wird erledigt. Wird erledigt, Sir Morris. Oh, verdammt, ihr seid das... Morris, Sir Morris, denke ich. Ich bin Quartiermeister der Himmelsfeste und ihre... Besucher. Unsere Lager füllen sich und solange wir genügend Geld für Vorräte haben, wird es euch und den euren an nichts fehlen. Ja. Tschüss. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, damit belassen wir es gut. Wir belassen es damit. Wir lassen es gut sein. Ich muss meine Eisprinzessin suchen. Ich vermisse sie schon so ein bisschen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr habt weiterhin Spaß mit mir und dem Projekt. Ich würde mich sehr über Likes und Kommentare freuen.
und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Dragon Age Inquisition.